Und damit herzlichst willkommen zum Spiel gegen den SC Werl. Und ich will wieder gewinnen. Ne? Wir haben so eine lange Flaute. Ich will einfach mal wieder gewinnen. Was ich jetzt vielleicht mal gucken kann, ist, ob ich unsere Stürmer hier mal so ein bisschen auseinanderziehen kann. Scheint so ein bisschen möglich zu sein. So. Ja, spiele ich halt in so einer Pyramidenformation. Versuchen wir das mal. Wir haben mit Lang jetzt endlich mal wieder eine Verbesserung im Team. Nur zwei, aber der ist jung, der Boy. Und mit Cutledge, die können richtig durch die Decke gehen. Ich glaube, die sind auch... Stimmt, das wollte ich noch nachgucken. Ob Lang das behalten hat, sein Training. Da Lang. Entwicklung. Ja, hat er behalten. Sehr schön. Ja. Und da müssen die jetzt einfach durch. Durch die Trainingseinheiten. Und die müssen sich gut entwickeln. Und dann haben wir da zwei richtig gute Spieler. McCowett Gnase auf 67. Jansen 60. Lasse 64. Kalec Lang 60. Arnold 64. Zimmermann 63. Also wir haben so langsam eigentlich echt eine ganz akzeptable Mannschaft. So langsam sollten wir uns nicht mehr mit einem 3-Tore-Unterschied abschlachten lassen eigentlich. Eigentlich. So. Auf geht es gegen den Werl. Boah, die machen direkt Druck, ne? Ja, wir setzen uns mal gerade hin. Das ist jetzt einfach nicht passiert. Ey, die kommen mit dem ersten Angriff so durch, ne? Gehen durch drei meiner Verteidiger durch. So, McCowett. Auf geht es. Also das war ja schon an Peinlichkeit nicht mehr zu überbieten. Boah, hätte der den... Sag mal, was ist denn los mit meinen Spielern? So kacke sind die nicht. Also der Werl schießt uns ab. Wenn die so weitermachen, da habe ich keine Chance, was dagegen zu unternehmen. Die spielen so einen aggressiven, offensiven Fußball. Tja, und die halten das einfach sehr gut. Ey, Lasse. Das war doch kein Pass. Da, guck mal, die ganze Mannschaft mit nach vorne. Ey, wir werden hier zweistellig kassieren. Das kannst du keinem erzählen. Also ich bin gerade einfach sprachlos und baff und habe keine Ahnung, was ich dagegen machen soll. Ich meine, ich weiß die ganze Woche jetzt schon nicht, was ich dagegen machen will. Und auch Ende letzter Woche hatte ich schon irgendwie die Ideen verloren. Aber das ja... Sag mal, wie... Nee. Wie sehr will mich das Spiel eigentlich verarschen? Okay, Lang hat tatsächlich ein paar gute Fertigkeiten. Der kommt da ganz gut durch. Und weil da hinten noch ein Spieler stand, war der jetzt nicht im Abseits. Ich raste aus.
Abseits. Oh. Ich sag euch, wir werden hier abgeschlachtet gegen den Werl. Warum? Vor allem, warum immer der SC Werl? Also da habe ich auch, wenn ich normal spiele, immer Probleme mit dieser Mannschaft. Ich weiß nicht, ob es denen ihr Spielstil ist oder was damit los ist. Also egal, wie gut meine Mannschaft ist, sobald ich gegen den SC Werl spiele, immer irgendwelche Probleme. Ja, sehr schön, Edlef. Mach den Manuel Neuer. Welches einsame Schwein hat denn da die Tröte gedrückt? Das ist unser letzter Fan, der uns noch geblieben ist. Aber ganz im Ernst, das kann sich auch keiner mehr antun. Ey, ein einfacher Doppelpass. Die kriegen es nicht hin. Es wäre halt auch alles so viel einfacher, wenn ich mir nicht die Regel gesetzt hätte, quasi eine hauptsächlich deutsche Mannschaft zusammenzubauen. Oh, lang! Lang! Jawohl, lang! Oh, das tut gut. Ui, tut das gut, ey. Der 16-Jährige aus der Jugendakademie. Und den soll ich jetzt rauswechseln? Ich glaube, ihr habt den Schuss nicht gehört. Macht hier direkt in seinem Debütspiel auch das erste Tor. Und hilft dem SV Ulm mit in der Torstatistik zumindest ein bisschen. Ey, die können sich auch nicht entscheiden, wer jetzt da hingehen soll. Ich kann die da nicht wechseln. Es ist... Nee, ich weiß nicht, was ich zu diesem Abwehrverhalten sagen soll. Raus. Das tut alles weh. Das tut einfach alles weh. Da habe ich zwar nicht hingepasst, aber okay, kriegt der Werl halt einfach hier die nächste Torchance. Aber Martin weiß das zu verhindern. Okay. Martin macht es immerhin so geschickt, dass wir immer den Einwurf rausholen. Also das macht er ja schon ganz gut. Oh mein Gott, lang. Wie man den nicht machen kann, ne? Aber auch lang. Ey, Leute, sag mal, wollt ihr keine Tore schießen? Die schießen ja immer auf den Torwart. Egal, in welche Ecke ich ziele. Es geht auf den Keeper. Okay. Werl kann auch verschießen, immerhin. Boah, aber Lang, der steht immer richtig gut. Lang steht richtig gut immer. Ich glaube, das tut gut, dass die Stürmer jetzt ein bisschen weiter auseinander stehen, weil dann in der Mitte tatsächlich offen wird für Lang zum Durchstarten. So, Peters. Ah, zu weit, zu weit. Das muss ich gleich auf jeden Fall auch in der Taktik ändern. Das funktioniert gut mit Lang. Jawohl, endlich mal jemand, der sich dazwischen schmeißt. Und ach, du Heilige, wird mit Cowet da weggeflext. Kannst du auch mal Rot runter, mit Rot runterschmeißen. Geht ja gar nicht. Ach, Lang, schade. Ich habe ein bisschen weiter noch nach außen gedrückt, aber den Move hat er nicht mehr hinbekommen. Da wurde er schon zu sehr in Bedrängnis gebracht. Och,
und dann lupfen die das Ding einfach über die komplette Abwehrreihe weg, ne? Was? Ne. Okay. Ich wollte schon sagen, wenn das jetzt hier einen Elfmeter gegeben hätte, weil der noch in meinen Fuß reingelaufen ist, ne? Ja, brauchst nicht hier einen Edlef, der geht vorbei. Ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass der überhaupt ankommt, aber dann auch der Pass von Martin war ja auch katastrophal. Boah, und Edlef, ne? So ein Gottkeeper. So, und Lang. Lang hat noch Bock. Und da antizipiert er direkt den Passweg, ne? Denkt sich nichts anderes außer, ja, nee, da kommt der Ball ungefähr hin, zack, da stelle ich mich schon mal hin und warte. Damit auch ja keine Chance entsteht für den SV Ulmet. Weil wo kämen wir denn dann da hin? Also ich glaube, das wird als die schwärzeste Woche in der Vereinsgeschichte wirklich eingehen in die Annalen. Das ist ja... ich glaube, wir haben dann jedes Spiel mit einer Dreier-Tordifferenz verloren. Wenn das hier jetzt auch wieder so zu Ende geht. Ja, nee, guck mal, die setzen sogar noch einen drauf. Das ist... Ey. Na gut, ich muss die Taktik ändern. Ich finde es auch atemberaubend, dass die mich noch nicht rausgeschmissen haben als Trainer. Oh, ich gebe ein Interview. Oh, holy. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, alle sind halt unzufrieden. Ne? Vielleicht sollte ich echt mal ein paar mehr Interviews geben. Es kann natürlich auch das Ganze sehr negativ beeinflussen, dass die alle unglücklich sind. So, aber erstmal Teammanagement. Ihr. Halt, nein. So, ihr müsst ein bisschen weiter nach außen. So, das hat ganz gut funktioniert. Das machen wir weiterhin so. So. Und beim nächsten Mal schauen wir dann. Vielleicht geben wir auch mal eine Pressekonferenz davor. Und hol mal so alles so aus diesem Loch raus. Weil ich habe das Gefühl allmählich, dass dieser Faktor unglücklich sich auch echt negativ auf unsere Spieler auswirkt. Weil die Zufriedenheit ist halt echt nicht da. Bissigkeit ist da, aber die Zufriedenheit nicht. Was sagt der Spielerchat? Ja, okay. Gut, gut. Beim nächsten Mal geht's gegen Viktoria Köln und... Oh, das machen wir jetzt noch. Oh mein Gott. Wir können Christiansen verkaufen. Wir verhandeln. Wir holen ja noch mehr raus. Den lassen wir nicht 155 ziehen. Neue Transfersumme. 195. Die waren einfach einverstanden damit. Ey, das ist sehr gut. Okay, beim nächsten Mal haben wir Kohle. Wir starten unser Scouting. Bis zum nächsten Mal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns. Ciao.